Kapitel 3. Die früheste Spur. Mit dem Ende seines Besuches bei Inferno war es nun an der Zeit für Flamme, in einer weiteren, neuen Welt zu erwachen. Es war bereits der vierte Weltenbaum, den das Vulpixen auf seiner Reise bereiste. Nur noch einer, und er könnte sich zu einer kleinen Auswahl zählen, die wahrlich jeden Weltenbaum der Pokémon bereist hatte. Würde er sich damit rühmen? Interessierte es ihn überhaupt? Nein, nicht wirklich. Es war alles nur der Weg zu einem eventuellen Ziel, welches genauso gut unerreichbar sein könnte. Wie immer war Flamme der Letzte, der erwachte, als die ganze Gruppe sich an einem neuen, fremden Ort wiederfand. Absol, Funkenherz und Sol sahen sich bereits alle um, offensichtlich wenig besorgt, da mindestens Sol bereits wusste, dass Flamme immer länger brauchte. Und trotzdem glaubte er ihm nicht, dass es Inferno gab. Die anderen Weltenbäume bisher hatten ihre Besucher gebührend begrüßt. Einmal fand das Erwachen in einem weiten, klaren Sumpf statt. Ein anderes Mal in einem kleinen Wald, inmitten eines spiegelklaren Sees. Nun? Der Weltenbaum des Sturmes hatte sichtlich wenig Interesse daran, eine ebenso gebührende Begrüßung zu bieten. Jener Ort, welchen Flamme um sich herum erblickte, schien eine Kreuzung zu sein, praktischerweise direkt ausgeschildert. Am Rande dieser stand ein einzelner Baum. Oder was wohl irgendwann mal ein Baum gewesen war. Praktisch war es nicht mehr als ein kohlschwarzes Holzgerüst, dessen Äste schwächelnd herunterhingen. Vom Geruch her war das Geäst am Verrotten. Es machte sich ja also niemand die Arbeit, diese Kreuzung zu pflegen, wenn die Pflanzen nicht auskamen, wenn es keiner tat. Hatte die ausgeschilderte Stadt etwa so selten Besuch? Der Rasen stimmte mit dem Baum in Solidarität in ähnliches Leiden ein und war zwar noch in besserem Zustand, doch manche Halme waren ebenfalls ins selbe Schwarz getränkt und hingen herab. Funkenherz rupfte einen von ihnen vorsichtig, sichtlich besorgt aus. Beinahe hatte Flamme erwartet, dass das Stück Elend sofortig zu Asche zerfallen würde. Doch es war eher das Gegenteil, was geschah. Der Grashalm blieb ganz, ließ sich nicht einmal biegen. Er wirkte beinahe wie aus Stein. Ich bin ja kein riesiger Experte, was die Flora und Fauna dieses Weltenbaumes angeht, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass irgendetwas hier für mich gesund wirkt. Gradan hatte bereits erwähnt, dass diese Welt ungesund wirkt, nicht? Wahrscheinlich sehen wir gerade selber die Folgen davon. Das heißt, die Folgen von Omegon. Das war natürlich genauso möglich. Die Pflanzen hier waren nicht durch Missachtung der Einheimischen so zugerichtet, sondern durch den Mangel an Kraft, welche Omegon ihnen geraubt hatte. Aber dann haben wir nur noch einen Grund mehr, uns zu beeilen. Gehen wir zunächst in die Stadt? Das war bisher immer unser Ansatz. Die nächste Stadt finden, dort mehr erfahren und dann weiter. Und bisher hat es auch immer funktioniert. Dementsprechend werden wir jetzt keine Pläne ändern. Ein narrensicherer Plan. Nun, eigentlich war er absolut nicht narrensicher, aber doch war es bisher jedes einzelne Mal erfolgreich gewesen, und wenn es nur zwei Male waren. Zumal, wie auch immer gedacht, wenn in der Stadt niemand half oder helfen konnte, dann wäre es immer noch kein Schaden. Also würde die Gruppe es wieder einmal drauf anlegen. Dieses Mal in einer Stadt namens Raststadt,
Zumindest wenn das Schild nicht log. Zumindest war die Suche nach einer Stadt dieses Mal die einfachste gewesen, welche bisher auf dieser Reise vor sich gegangen war. Zuvor war dies immer schon der erste schwierige Schritt. Dieses Mal waren sie neben einem Schild gelandet, welches die Existenz einer Stadt in unter 10 Minuten Fußweg anzeigte. Jene Stadt zeigte sich als eine der größeren, die die Gruppe bisher gesehen hatte. Doch, so hässlich Flamme den Pokémon-Platz auch fand, es war mit großem Abstand auch die hässlichste aller Städte. Auf unterschiedlichen Höhen gab es kleine Teiche, verbunden durch einen Wasserfall, ausgehend vom höheren der beiden, das Wasser dort aus einem Stein entspringend. Vom zweiten Teich aus verliefen mehrere kleine Bäche. Ganz am Eingang des Dorfes ein Bach noch von einem dritten Teich mit Wasserfall entspringend. Jedoch wirkte das Wasser trüb. Nicht grün wie ein Sumpf oder so etwas, sondern schlicht etwas milchig, als wäre etwas weiße Farbe in die Wasserquelle geraten. Ansonsten wollten manche Büsche und viel Gras diesen Ort schmücken. Doch auch hier schien dasselbe Schicksal die Natur zu überkommen, wie an der Kreuzung vor der Stadt. Die wenigen Gebäude schienen recht unberührt von all der Verkommnis. Doch dies erzeugte eher sogar noch einen unschönen Kontrast. Das einzig Normale, was diese Stadt scheinbar bot, waren Pokémon. Auch hiervon nicht allzu viele, aber doch zumindest manche. Und die Menge wäre ja auch irrelevant, solange mindestens eines von ihnen helfen könnte. Absol war der Erste, der sich ohne Zögern auf das erste Pokémon zubewegte, welches ihm in den Blick fiel. Normalerweise wäre Flamme zwar ein etwas vorsichtigerer Ansatz recht, aber die Pokémon dieses Ortes hatten offensichtlich ohnehin größere Probleme als ein paar Fremde. Zumal das mittelgroße, blaue Pokémon alles andere als gefährlich aussah. Hey, du stammst von hier nicht. Du kannst uns nicht zufällig ein paar Informationen für eine Gruppe Reisende entwenden, ne? Anstatt zu antworten, startete das Pokémon zunächst kurz in Richtung der drei restlichen Fremden. Nanu, ist einer von euch zufällig Flamme? Ja, ich. Warum? Woher kennst du den Namen? Ja, aber warum seid ihr dann hier? So eine Art Mon war es also. Die Sorte, die keinen Sinn machte. Prima. Dann warte doch bitte ganz kurz hier. Ich möchte ein paar andere Pokémon holen. Ja? Wenn ihr kämpfen wollt, dann lasst es gleich bleiben. Legt euch nicht mit uns an. Oh nein, das will ich gar nicht. Wartet einfach für einen Moment, dann erklären wir euch alles. Nun, es hatte ja alles seine Vorteile. Vielleicht würde er Kern-Pokémon mitbringen, mit dem man endlich mal Klartext sprechen konnte. Und auch bestand immer noch voriger Punkt. Das Mon sah mehr als ungefährlich aus. Dementsprechend herrschte auch Einigkeit in der Gruppe der Reisenden. Sie warteten tatsächlich ab. Und es dauerte auch nur Momente, bis das blaue Wesen zurückkehrte. Im Schlepptau zwei Pokémon von Spezies, die Flamme sogar kannte. Ein Psyana und ein Nachtara nämlich. Aber auch ein viertes Mon, das in der Gruppe bisher noch niemand je gesehen hatte. Ach herrje, hat Morlott etwa die Wahrheit gesagt? Ihr seid die vier Reisenden? Vor allen Dingen sind wir die vier, die jetzt gerne mal eingeweiht werden würden. Uns ist nicht klar, weshalb ihr uns irgendwie schon erwartet habt. Eure Ankunft wurde uns schon vorher angekündigt. Aber eigentlich nicht hier. Also, ich weiß jetzt auch nicht ganz, was ich erklären soll und was ihr schon wisst. Ganz einfach.
erklärt uns bitte alles. Bitte. Also gut. Eure Ankunft wurde uns schon vor kurzem angekündigt. Die Reisenden, die versuchen, Omegon zu besiegen, um die Weltenbäume zu retten. Wie ihr bestimmt schon seht, je mehr Zeit vergeht, desto nötiger hat unsere Heimat diese Rettung. Nun ist aber vorhin ein Pokémon in unsere Stadt gekommen, welches von Terrus geschickt wurde. Wisst ihr, unsere Welt hat eine Legende von einem großen Labyrinth, größer als alles andere. Verwinkelt, voller Fallen, die einen in ein ewiges Gefängnis führen. Aber gleichzeitig munkelt man, dass dieser Ort nur versteckt und bewacht ist, weil sich dort der Schlüssel zu unserem Weltengeist befindet. Also genau, was ihr braucht. Und das von Terrus geschickte Pokémon hat über ihn den Standort und sogar den Weg durch das Labyrinth erfahren. Und zwar um eine Gruppe zu führen, die sich um das Vulpix Flamme bildet. Weil sie es sind, die sich Omegon stellen. Also haben die Weltengeister uns jemanden zuvor geschickt, um uns zu Tundil zu führen. Das hören wir ausnahmsweise mal gerne. Wo ist dann dieses Pokémon? Es hat sich sofort zum Labyrinth begeben und angewiesen, dass unsere Stimme des Lebens euch hinbringen soll. Er ist das eine Pokémon von uns, das zumindest den Standort des Labyrinthes kennt. Wenn auch nicht den Weg hindurch. Dann bring uns halt zu dieser Stimme des Lebens. Kurz blickten sich die Einheimischen bloß stumm an. Also, da gibt es leider ein Problem. Und zwar haben wir auf die Aussage von Terrus Bote erwartet, dass ihr an einem anderen Ort in dieser Welt ankommt. Einem ganz anderen. Deswegen ist Trikefalo dorthin aufgebrochen, anstatt hier zu bleiben. Und wir haben auch nicht wirklich eine Möglichkeit, ihn zurückzurufen. Wir sind am falschen Ort angekommen. Das muss Omega mit Absicht gemacht haben. Aber wo ist dann dieses Pokémon? Zum ersten Mal mischte sich nun auch das letzte Pokémon, das Nachtara, ins Gespräch ein. Da kommen dann wohl wir ins Spiel. Erst an einem sehr weit entfernten Ort, dem Gletscherpalast. Es ist ein Ort, den man zu Fuß nicht erreichen kann. Aber Psyana und ich sind früher sehr viel gereist und haben dabei sogenannte Magna-Karten entwickelt. Das heißt Karten, die einstellbar sind und dadurch an einen Ort teleportieren können. Zum Beispiel zum Gletscherpalast, seitdem wir die Kombination kennen. Und dafür nutzen die Karten die Lebensenergie der Welt und... Und das interessiert euch wohl auch eher weniger. Aber lange Geschichte kurz. Die Karten können nicht die ganze Zeit benutzt werden. Nach einer Nutzung brauchen sie gut einen halben Tag, bis sie wieder bereit sind. Und naja... Wir mussten der Trikefalo schon wegschicken. Genau gesagt können wir euch ihm hinterher schicken, aber erst ab heute Nacht. Das passt schon. In den letzten Welten haben wir deutlich größere Hürden vor uns. Da können wir jetzt ja wohl einige Stunden abwarten. Nun, theoretisch durchaus, das wusste Flamme. Aber musste der Scheiß wirklich sein? Hätte es nicht einmal simpler gehen können, hätte die Gruppe nicht mal ohne irgendwelche Wartezeiten, ohne Hindernisse weiterreisen können. Als wäre es nicht klar genug, dass die wahren Probleme noch lange nicht begonnen hatten. Die Reise zu diesem Labyrinth, Durchquerung, und selbst wenn sie dann diesen Schlüssel hätten, dann müssten sie immer noch herausfinden, wo er passen würde. Genug Schritte, bei denen es Probleme geben würde. Genug Schritte, bei denen Omegons angekündigter Krieger eingreifen könnte. Hätte es da nicht zumindest mal einen einzelnen Schritt mal schnell abschließen können? Ihr seid natürlich bis dahin unsere Gäste. Und wir formieren euch sofort, wenn die Karten wieder bereit sind. Haltet euch nur bestenfalls im Dorf auf. Oder zumindest immer einer oder eine von euch, damit wir euch finden können, wenn es soweit ist. Nachtara, wir setzen uns sofort daran zu versuchen, die Karten schneller
wieder funktionsfähig zu machen. Tun wir das? Ich meine, haben wir das nicht schon zig Male versucht? Und es hat noch nie geklappt. Die Dinger funktionieren einfach nicht so und... Und wir versuchen es trotzdem. Oder hast du etwas Besseres zu tun? Wir müssen doch zumindest versuchen, so schnell wie möglich die Weiterreise zu ermöglichen. Nun, zumindest die Einstellung des Psyana gefiel Flamme. Sie war endlich mal ein Mon, dem man anmerkte, dass sie sich tatsächlich irgendwie zum Helfen verpflichtet fühlte. Nicht aus irgendeiner blinden Höflichkeit wie Simsala, sondern einfach aufgrund des Zieles der Reisenden. Naja dann, was Psyana sagt. Wenn ihr euch ausruhen oder verpflegen wollt, steht euch Svarones Gaststube bestimmt offen. Ich würde euch gerne noch empfehlen, das Pokémon-Paradies zu besuchen, aber... Dem Ort geht es noch schlimmer als dem Dorf. Als wäre es nicht bereits genug heruntergekommen, seitdem die beiden Gründer des Ortes, unsere einstigen Helden, verschwunden sind. Hier war also der Stützpunkt der ehemaligen Helden dieser Welt. Und zweier Pokémon, welche sich den Reisenden noch als Feinde gegenüberstellen würden. Zwei Pokémon, die sich nicht an diesen Ort erinnerten. Der Ort erinnerte sich jedoch an sie. Und Wissen war doch immer Macht. War es auch immer gewesen. Nicht nur Flamme erkannte hier einen sinnvollen Zeitvertreib. Wenn der Ort nicht sonderlich besuchbar ist, dann... Es kann uns doch bestimmt jemand von euch etwas über eure vergangenen Helden erzählen, oder? Kurz fielen Blicke zwischen den vier Einheimischen umher. Bevor das erste Pokémon, dem die Abenteurer begegnet waren, sich zu Wort meldete. Kommt mit ins Gasthaus. Dann erzähle ich euch beim guten Essen, was ihr wissen wollt. Klingt das nach einem Plan? Dann können Psyana und Nachtara sich so lange mit den Magna-Karten beschäftigen und Viridium. Du machst eben, was du möchtest. Nun gut. Zwar war die Zeit, welche hier im Dorf verbracht werden musste, immer noch verschwendet, aber zumindest weniger verschwendet als gedacht. Zumal dafür der Weg im Anschluss ausnahmsweise mal geebnet schien.